So, ihr Lieben, ganz wichtig, heute geht es um das Abfüllen der Flaschen. Ich wollte euch jetzt mal erklären, wie dieser ganze fast Versuchsaufbau hier funktioniert und was ich hier mache. Also, was wir hier sehen, ist im Prinzip so ein Glühweinbehälter, der umfunktioniert wurde. Da dran ist ein Servo. Dieses Servo kann 20 Kilo heben und senken. Hier über dieses über diesen Arm. Und dann kommt hier eine selbstgemachte Elektronik zum Einsatz. Die Platine kann man fertig kaufen. Da ist eine Software drauf, die wurde ursprünglich angelegt, um Honig abzufüllen. Honig ist unter den flüssigen Medien so das Anspruchsvollste, das man sich vorstellen kann. Deswegen hat es eine sogenannte Fuzzy-Logik. Ja, dann wird also hier der Arm geöffnet. Hier unten ist eine kleine Waage. 500 Milliliter Öl sind 460 Gramm. Das ist hier voreingestellt. Und wenn in dem ersten Abfüllvorgang 1 Gramm zu viel in die Flasche gekommen ist oder 2, dann wird hier unter dem AK ein Wert entstehen, der entsprechend diese 2 Gramm abzieht bei der nächsten Abfüllung. Damit ist auch gewährleistet, dass der Druckabfall, der entsteht, je leerer dieser Topf wird, das wird dann kompensiert, dieser Druckabfall, durch diese Fuzzy-Logik, durch diese Messmethode. Damit korrigiert sich dieses System immer von selbst und man hat immer den gleichen Füllstand in der Flasche. Ja, das wäre es eigentlich. Ich werde jetzt den Hanf reinfüllen. Hier kommt zum Einsatz eine Kapsel. Diese Kapseln werden in solchen Beuteln geliefert. In diesen Kapseln sind die Öleinfüll, das können wir mal aufmachen hier. So. Hier in dieser Kapsel ist schon der Öleinfüllstutzen eingebaut. Das bedeutet, wenn ich die Kapsel jetzt hier auf die Flasche aufsetze, fest andrücke, runterdrehe und mit dem Kapselsiegler versiegel, dann bricht zum einen erstmal dieses frische Siegel und wenn das gebrochen ist, kann ich die Aluminiumkapsel aufdrehen und dieses Plastikteil bleibt aber hier oben im Flaschenhals drin und bietet sozusagen den Ausgießer für das Öl. Ja, das ist so die Flasche, die ich empfehle. Sie ist zum einen formschön, es ist eine typische Ölflasche, wird nicht in China, sondern hier in Ostdeutschland gefertigt, in einer Glashütte im Erzgebirge und ist zu beziehen bei Gläser und Flaschen meinem Großhändler in oder bei Potsdam. Ja, das ist erstmal so das Grundgerüst und ich hoffe, euch schmeckt das Öl. Wir werden es jetzt erstmal abfüllen und gucken, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bis gleich.